Barbie spielte gerade Tennis mit der ehrgeizigen Christine, als ihre Schwester Skipper auf die Anlage des Clubs kam. Aufgeregt winkte sie. Aber sie musste ihre Neuigkeiten noch einige Minuten für sich behalten. Dann erst beendete Barbie ihr Spiel. Der Ball war nicht aus, Christine. Niemals. 30-30. Bitte, Schwesterchen, misch dich nicht ein, ja? Es steht 15-40. Genau. Christine Mogel. Und das lässt du dir gefallen? Bitte sei still. Stör mich nicht. 30-40. Du schaffst es, Barbie. Du schaffst es. Ja, vielleicht. Wenn du endlich still bist. Oh, Mist! 40-40, bravo! Noch 2 Punkte und du hast gewonnen! Super! Vorteil Aufschlag! Vorteil für Barbie und Matchball! Du brauchst nur noch 1 Punkt! Skipper, bitte! Oh, ich bin hier so aufgeregt! Ach, entschuldige! Ja! Ja, das ist es! Du hast gewonnen, Barbie! Du hast es geschafft! Das war super, Barbie! Nach 15:40 hast du doch noch gewonnen! Oh, ich gratuliere! Danke, du aufgedrehtes Häschen! Ja, ich habe gewonnen! 7-5, 6-4. Denkbar knapp. Christine hätte ebenso gewinnen können. Hat sie aber nicht. Ist doch toll! Ach, ich hasse diese Ranglistenspiele. Dabei geht es so verbissen zu. Christine ärgert sich furchtbar, dass sie verloren hat. Bittet sie sich nicht noch auf, wenn sie gleich zu uns kommt, ja? Nein, gebongt. Ich sage nichts. Außer vielleicht, dass der Ball beim 15:30 aus war. Es hätte heißen müssen 30 beide und nicht 15:40. Hm. Du hast ihn gut gegeben, ich weiß. Aber Christine hat gemogelt, als sie... Ach, lass das doch. Das Spiel ist vorbei, Schwesterchen. Das ist jetzt unwichtig. Unwichtig? Naja, stimmt. Fast hätte ich vergessen, weshalb ich gekommen bin. Ich habe eine ganz tolle Nachricht für dich. So? Da bin ich aber gespannt. Also, das errätst du nie. Nein? Na, wenn ich es doch nicht errate, kannst du es mir ja gleich sagen. Also, was ist es? Du hast gewonnen! Wieso habe ich gewonnen? Wobei? Na, beim Fernsehen. Irre, nicht? Ja, das ist es wirklich. Vor allem, weil ich nicht die geringste Ahnung habe, wovon du eigentlich redest. Könntest du wohl etwas deutlicher werden? Ich verstehe kein Wort. Ja, natürlich nicht. Du weißt ja nicht, dass ich mich für dich beworben habe. Beworben? Wieso beworben? Bitte, Skipper, sag mir endlich, was los ist, ja? Also im Klartext, Schwesterchen. Ich habe in einer Zeitschrift gelesen, dass das Fernsehen für eine Jugendsendung mit Daniel Tobi eine Moderatorin sucht. Eine Moderatorin? Eine Ansagerin also? Ja, eine Moderatorin. Nicht für immer, nein. Nur für diese Sendung mit Daniel Tobi. Stell dir das mal vor. Und hast du dich beworben? Genau, habe ich. Aber nicht mit meinem Bild und meinem Namen. Ich bin ja zu jung dafür. Sondern mit deinem. Oh. Und du hast gewonnen. Wie bitte? Was hast du getan? Sie wollen dich haben. Du wirst in einer Sendung mit dem berühmten Rockstar Daniel Tobi mitwirken. Sag mal, bist du von allen guten Geistern verlassen? Aber das ist doch toll. Wahnsinn. Du im Fernsehen als Ansagerin bei einer Show. Ich verstehe gar nicht, dass du so cool bleibst. So, das verstehst du nicht. Nein, überhaupt nicht. Sag mal, bist du etwa sauer? Ach, ich weiß doch gar nicht, ob ich sowas kann und überhaupt... Nun mach aber mal einen Punkt. Du hast doch selbst gesagt, dass du Lust hättest, sowas mal zu machen. Was? Das soll ich gesagt haben? Aber ja, ist noch gar nicht so lange her. Wir haben im Fernsehen die Popshow aus dem Parkstadion gesehen. Hm. Und da war so ein rothaariges Mädchen als Ansagerin. Sie hat... Ja, jetzt erinnere ich mich. Sie hat das wirklich gut gemacht. Na, siehst du. Und als ich dann in der Zeitung las, dass der Sender eine junge und hübsche Ansagerin für die Show mit Daniel Tobi sucht, da habe ich mich für dich beworben. Ich wollte dich überraschen. Das ist dir wirklich gelungen. Ich habe mich so für dich gefreut, als der Brief vom Sender kam. Und jetzt findest du alles... Hier ist der Brief. Ich finde es sehr gut, Skipper. Aber ich hätte es noch viel besser gefunden, wenn du mich vorher gefragt hättest. Oh, los, schnell, lass uns ins Clubhaus gehen. Es regnet. Komm. Du hast ja recht. Aber ich war so begeistert von der Idee. Hier, nimm den Brief. Danke. Komm jetzt, stell dich unter. Ich bin schon ganz nass. Ich auch. Bist du wirklich nicht sauer auf mich? Nein, nein, ist schon in Ordnung. Wir reden später drüber. Oh, Christine kommt. Sie muss es nicht unbedingt hören. Sie würde es sofort überall erzählen. Sie würde die Tatsachen verdrehen. Die würde glatt behaupten, du sollst zusammen mit Daniel Tobi singen. Sei leise. Alles gibt es. Na, was gibt's denn so Aufregendes? Du hast ja ganz rote Ohren. Ach, nichts weiter. Wir reden nur so über das Spiel. Tatsächlich? Was ist das denn für ein Brief? Ist der vom Fernsehen? Ach, nichts weiter. Hier, Skipper, nimm du ihn. Und jetzt kommt, wir trinken eine Limo, ja? Ich lade euch ein. Aber vorher muss ich mir noch trockene Sachen anziehen. Oh, mir ist kalt.
Die beiden Schwestern waren froh, als der Regen endlich aufhörte und sie sich von Christine verabschieden konnten. Sie schlenderten durch den nahen Stadtpark nach Hause. Bist du mir böse, Barbie? Nein, ich war nur so überrascht vorhin. Und jetzt findest du es doch ganz gut. Ja, es gefällt mir immer besser, je länger ich drüber nachdenke. Eigentlich freue ich mich sogar. Und das ist prima, Barbie. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich als Ansagerin im Fernsehen, das hätte ich nie für möglich gehalten. Und dann in einer Show mit Daniel Tobi. Mir wird erst so langsam klar, was das eigentlich bedeutet. Du machst das bestimmt ganz toll. Das weiß ich nicht. Erstmal abwarten. Christine platzt vor Neid, wenn sie es erfährt. Am liebsten hätte ich es ihr unter die Nase gerieben, falls sie immer so eifersüchtig ist. Du bist ja richtig boshaft, Skipper. Ach, du kennst mich doch. Ich meine es nicht so. Aber Christine guckt mich immer so eigenartig an. Oder war das nur, weil sie das Spiel verloren hatte? Das glaube ich nicht. Auf jeden Fall hat sie den Brief gesehen und gewusst, dass er vom Fernsehen ist. Vielleicht ahnt sie schon, um was es geht. Aber dann hätte sie doch ganz offen fragen können. Ach, das tut sie doch nie. Sie redet lieber stundenlang um den heißen Brei herum, als einmal direkt zu fragen. Na, ist ja auch egal. Wichtig ist jetzt nur, dass du beim Sender anrufst und dich beim Redakteur meldest. Ein Herr Lukas, der hat unterschrieben. Ich muss den Brief noch mal lesen. Ich kann es kaum glauben, dass es wahr ist. Du kommst doch mit ins Studio, oder? Na klar, als deine Managerin. Natürlich war Ken begeistert, als er die Neuigkeit erfuhr. Er fand es absolut sensationell, dass Barbie im Fernsehen auftreten sollte. Ich freue mich mit dir, Barbie. Herzlichen Glückwunsch. Mit dem Glückwunsch wart mal lieber bis nach der Sendung. Ich habe ja jetzt schon Herzklopfen. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt ein Wort herausbringe, wenn ich vor der Kamera stehe. Ach, das machst du schon. Sowas liegt dir. Das weiß ich nicht. Ich habe ja noch nie vor einer Kamera gestanden. Dann sind da auch noch das Publikum und die Künstler. Vielleicht vergesse ich vor Aufregung meinen Text. Ach, das glaube ich nicht. Der Redakteur hilft dir doch. Willst du nicht mal endlich anrufen? Ja, na, wie spät ist es denn? Ob er jetzt noch in seinem Büro ist? Na, versuch es doch mal. Komm, ich will für dich. Wo ist die Nummer? Hier. Hier, mit Durchwahl. Ah ja. Das ist ein Amt. Jetzt. Wo ist die Nummer? Hier. Ah, gut. Achso. So. Puh, dann wollen wir mal sehen. Schalte doch den Lautsprecher mit ein. Ja. Dann können wir mithören. Da, der Knöchel. Ich finde das einfach super spannend. Da, ja. Hoffentlich ist er noch da. Lukas? Guten Tag, Herr Lukas. Ich rufe an wegen des Moderatoren-Gewinnspiels. Ich bin Barbie. Ah, Barbie. Ja, du, Barbie, ich habe schon auf deinen Anruf gewartet. Du bist die Letzte, die anruft. Die Letzte? Ja, die anderen Gewinnerinnen haben sich ja schon alle gemeldet. Ich dachte bereits, das interessiert dich überhaupt nicht. Doch, sehr. Ich wusste nur nicht, dass es auch noch andere Gewinnerinnen gibt. Ach so. Du dachtest, du bist die Einzige. Nein, 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 so einfach ist das bei uns nicht. Es sind noch 9 andere junge Damen ausgewählt worden. Ach so. Ja, also pass mal auf, komm doch bitte morgen um 3 Uhr, also 15 Uhr, ne? 15 Uhr zu mir in die Redaktion, ja. Dann besprechen wir alles Weitere. Gut, 15 Uhr. Ja, gern. Gut, bis morgen dann. Und bitte sei pünktlich, Barbie. Ich lege sehr großen Wert auf Pünktlichkeit. Bis morgen. Oh, so eine Gemeinheit. Das ist eine glatte Irreführung. Was denken die sich eigentlich? Glauben die, sie können machen, was sie wollen? Reg dich doch nicht so auf, Skipper. Ich soll mich nicht aufregen? Und ob ich das tue? Ach. Wieso heißt das eigentlich Gewinnspiel, wenn man als Sieger ausgelost wird und dann doch nicht gewonnen hat? Beruhige dich, Skipper. Erst war ich auch enttäuscht. Aber jetzt ist mir klar, dass es gar nicht anders sein kann. Ach, und wieso bitte sehr? Das ist ganz einfach. Die Leute vom Fernsehen kennen mich nicht. Sie wissen nicht, ob ich vor der Kamera überhaupt ein einziges Wort herausbringe und wie ich auf dem Bildschirm wirke. Das müssen sie erst herausfinden. Richtig. Und wenn sie nur eine Gewinnerin haben und die versagt dann vor der Kamera, fängt an zu zittern oder ist stumm wie ein Fisch, dann müssen sie das ganze Spiel noch einmal von vorn beginnen. Ja, und jetzt haben sie einen Kreis von 10, aus dem sie die Beste auswählen können. Aber wer die Beste ist, das entscheidet sich erst bei den Probeaufnahmen. Oh Mann, das ist ja richtig Stress. Am nächsten Tag waren Barbie und Skipper schon um 2:30 vor dem Tor des Fernsehsenders. Aber sie konnten das Gelände nicht betreten, denn vor dem Eingang herrschte großes Gedränge. Einige 100 Mädchen und Jungen schienen den Sender stürmen zu wollen. Ja,
Wann kommt der denn? Meine Güte, was ist denn hier los? Keine Ahnung, es geht noch. Wie lange soll denn das noch dauern? Ob das alles Gewinner vom Moderatorenspiel sind? Vielleicht sind es ja doch mehr als 10. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich frage mich nur, wie wir da durchkommen sollen. Das wird schwierig. Aber es ist ja erst 3:30. Ey, sag mal, was ist denn hier los? Gibt's hier was umsonst? Was los ist? Das weißt du nicht? Daniel Tobi kommt gleich. Daniel Tobi? Echt? Ist das wahr? Ja, er hat heute Aufnahmen im Studio. Das ist doch ein Leseblatt. Muss unbedingt ein Autogramm von uns machen. Wir müssen in die Redaktion des Senders. Dürfen wir mal durch? Wir warten alle. Wir haben eine Einladung. Lass uns durch, bitte. Wir wollen alle da vorne hin. Daniel Tobi! Ist es! Na komm! Wahnsinn! Daniel Tobi! Das ist er tatsächlich. Wahnsinn. Wenn der anhält und Autogramme gibt, kommen wir nicht mehr rechtzeitig in die Redaktion. Bitte lasst uns doch durch. Mensch, lasst uns doch mal durch. Ach, das ist aussichtslos, aber das schaffen wir nie. Aber wir müssen. Du hast nicht mehr viel Zeit. Wir haben nur fast eine halbe Stunde. Wir kommen schon nicht zu spät. Und wenn doch? Dann ist deine Chance vertan. Wären wir doch bloß früher losgegangen. Beruhige dich. Wir schaffen das schon. Siehst du? Der Wagen fährt durch das Tor. Daniel Tobi hat keine Zeit für seine Fans. Er muss zur Sendung. Jetzt ist es zu spät. Ich gehe nach Hause. Es wird ja doch nichts mehr. Oh Mann, ich dachte, ich gehe jetzt nach Hause. Mist. So war es. Letzte Woche kauft es voll. Los, Skipper. Jetzt kommen wir durch. Oh, das hätte ich ja nicht gedacht. Er kümmert sich überhaupt nicht um seine Fans. Ich ahne Böses. Wenn er im Studio genauso ist, werden wir nicht viel Freude an ihm haben. Los, jetzt durch. Mensch, du drängel doch nicht so. Mühsam hatten sich Barbie und Skipper durch die Menge gedrängelt. Und endlich waren sie auf dem riesigen Gelände der Fernsehanstalt. Sie rannten durch die langen Flure, um pünktlich zu sein. Und die Uhr zeigte auch erst 3:10 an, als sie an die Tür zum Redaktionsbüro klopften. Guten Tag, ich möchte zu Herrn Lukas. Ich heiße Barbie. Barbie? Ach, ich dachte, du erscheinst nicht mehr. Tut mir leid, vor dem Tor war so ein Gedränge, weil Daniel Tobi gekommen ist. Wir kamen da nicht durch. Das meine ich nicht. Eins der anderen Mädchen hat gesagt, dass du nicht kommen wirst. Es ist ja auch schon fast 3:00. Eines der anderen Mädchen? Aber es weiß doch niemand, dass Herr Lukas mich eingeladen hat. Na schön, egal, du bist ja da. Herr Lukas ist mit den anderen ins Studio gegangen. Fahre mit dem Fahrstuhl bis in den 2. Stock, dann ist der Weg ausgeschildert. Studio C. Danke. Sowas, da hat jemand gesagt, du kommst nicht mehr. Aber es ist doch unmöglich. Und wieso sagt sie, es ist schon fast 3:00? Ich begreif's auch nicht. Wir rennen zum Fahrstuhl, er kommt gerade. 2. Stock. Hoffentlich sehen wir noch rechtzeitig. Im Fahrstuhl trafen Barbie und Skipper einen berühmten Schauspieler. Leider stieg er schon in der nächsten Etage wieder aus, noch bevor sie ihn ansprechen und um ein Autogramm bitten konnten. Dann betraten sie die für sie fremde Welt der Fernsehstudios. Unter gleißenden Scheinwerfern stand ein Mädchen vor einer Kamera. Ein Herr sprach beruhigend auf sie ein. So, also Melanie, pass mal auf, du brauchst hier nur diesen Text hier, den brauchst du nur vorzutragen. Ja? Da auf dem Bildschirm kannst du dich selber sehen und jetzt keine Angst und ganz frei und locker sprechen. Ja? Klar? Okay? Also gut, versuch's mal. Das ist der Lukas. Ich erkenne seine Stimme wieder. Und da sind die anderen Mädchen. Aber wieso sind sie schon alle hier? Es ist doch erst 3:00. Wir setzen uns zu ihnen. Mensch, das finde ich aber echt toll hier. Ja, ich auch. Wahnsinnig spannend. Ja. Barbie, mach doch mal ein Foto. Sonst glaubt uns das später keiner. Ja, du musst okay. Doch in der Klasse rumzeigen. Okay. Ruhe, bitte. Also, Melanie, pass auf, dein Text. Achte auf das rote Licht an der Kamera, ja? Wenn es aufleuchtet, dann bist du im Bild. Also, Achtung. Aufnahme und bitte. Unter Palmen und Sonne erklingen seine Melodien schon mit, da... Unter Palmen und südlicher Sonne, unter... Nein, so geht das nicht. Ganz ruhig, habe ich gesagt, Melanie. Ist doch überhaupt noch gar nichts passiert. Also pass auf, wir fangen nochmal an. Ja, pass auf. Also ich sag's nochmal. Hör mal zu bitte. Wenn das rote Licht
aufleuchtet, ja, dann heißt das mal Ruhe im Studio. Also, und jetzt? Und jetzt ganz locker, ganz locker. Und bitte? Unter Palmen und Sonnen erklingen seine Melodien schon seit Wochen unter größtem... Nein, ich wollte sagen, dass... Danke, danke, aus. Also wir versuchen das später nochmal, Melanie. Nur keine Angst. Na, wer wird denn jetzt gleich weinen? Das ist doch gar nicht schlimm. Also komm, jetzt beruhig dich mal. Christine, jetzt bist du dran. Ja, ich komme schon. Oh, Barbie, ich glaube, ich spinne. Christine ist auch hier. Das gibt's doch nicht. Oh, welche Überraschung. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ausgerechnet Christine. Sie hat es also gewusst. Und natürlich war sie es, die gesagt hat, dass du nicht mehr kommst. Nur damit du rausfliegst. Blöde Ziege. Scheiße, Skipper, bitte. Wir wollen nicht noch mehr Ärger. Christine, dein Text. Moment, wie siehst du denn aus, Christine? Sag mal, da ist eine ganz glänzende Nase. Maske, komm, pudert mal die Nase von Christine ein bisschen ab. So geht das ja nicht. Also, und jetzt, Christine, pass auf das rote Licht auf, ja? Ja, die Nase abpudern. Gut, war ja fast so rot wie das rote Licht. So, und jetzt ein bisschen näher ran ans Mikrofon. Ja, so ist es gut. Und jetzt ganz locker und leicht, ja, wenn ich sage, bitte fängst du an. Achtung, Christine, und... Bitte? Eine Stimme, die ihr alle kennt, Freunde. Ein Mann, der die Temperaturen in allen Konzertsälen in die Höhe schnellen lässt. Der eigentlich gar keine Verstärker und Lautsprecher braucht. Daniel Tobi. Hier ist er mit seinem neuesten Song Iron Sun. Christine war ganz sicher die beste von allen Mädchen, die sich bis dahin als Ansagerin versucht hatten. Triumphierend blickte sie Barbie an, die eben zu Herrn Lukas ging, um sich vorzustellen. Die anderen Mädchen tuschelten miteinander. Sie wussten sehr wohl, dass Christine ihre eigenen Chancen ziemlich zunichte gemacht hatte. Guten Tag, Herr Lukas, ich bin Barbie. Ach, du kommst noch. Du solltest doch um 2 Uhr hier sein. Also, irgendjemand hat mir doch gesagt, dass du gar keine Lust hast. Aha, inzwischen hast du es dir wahrscheinlich anders überlegt, hä? Das tut mir leid, aber das ist ja ein Irrtum. Sie haben am Telefon gesagt, dass ich um 3 Uhr hier sein soll und... Hör mal zu, wir sind ein bisschen knapp mit der Zeit, verstehst du? Dein Text, warte mal, wie machen wir denn das jetzt? Kann ich nicht den gleichen Text nehmen wie Christine? Was? Wie soll der von der Christine? Ach, kennt ihr euch? Ja, wir spielen Tennis zusammen. Ach so. Naja, nee, warte mal, das, nein, pass auf, ich möchte, dass du dir selbst einen Text zusammenstellst, ja, und ich sehe mir inzwischen die Aufzeichnung an. Wen soll ich denn ansagen? Ja, Daniel Tobi natürlich. Rede mit ihm, der soll dir sagen, was für einen Song du ansagen sollst und solche Sachen, ne? Und ich bin in einer Stunde wieder zurück. Daniel Tobi? Aber ich... Also, hör mal zu, wer zu spät kommt, meine liebe Barbie, der muss schon tun, was ich anordne. So, und Tobi ist da drüben. Tschüss, bis gleich. Aber der hört ja gar nicht zu. Ich weiß genau, dass er 3 Uhr gesagt hat und nicht 2. Ach, lass ihn doch, Skipper. Ist doch jetzt egal. Nein, ist es nicht. Christine hat gelogen und dich schlecht gemacht. Wo ist sie überhaupt? Ach, da. Sie will sich gerade aus dem Staub machen. Na, warte. Die kriegt was zu hören. Skipper, nicht so wild. Ja, frag ich mal kurz meine Meinung. Nein, ich will keinen Streit. Verstehst du? Ich werde mir Mühe geben und bei der Ansage besser sein als sie. Das genügt. Okay. Aber begrüßen werde ich sie trotzdem. Ich auch. Hey, hallo Christine. Hallo. Mensch, das nenne ich eine Überraschung. Ich hatte ja gar keine Ahnung, dass du auch hier bist. Du hättest es uns gestern ruhig erzählen können. Wieso denn? Ihr habt ja auch nichts gesagt. Weil wir nicht angeben wollten. Wenn wir gewusst hätten, dass du an dem Wettbewerb teilnimmst, hätten wir bestimmt kein Geheimnis draus gemacht. Ach, ihr gönnt mir bloß nicht, dass ich gewinne. Du scheinst ja sehr viel von dem Wettbewerb zu versprechen, ne? Und ob ich das tue. Dieser erste Auftritt im Fernsehen ist ja gar nicht so wichtig. Aber was danach kommt... Was danach kommt? Ja, wie meinst du das? Oh, sagt bloß, das habt ihr noch nicht überlegt. Darauf kommt es doch an. Ich will unbedingt zum Fernsehen und Moderatorin oder Sprecherin werden. Das ist der Traumjob für dich, was? Genau. Man arbeitet immer nur ein paar Minuten. Alles zusammengerechnet höchstens 1 Stunde am Tag. Und verdient dabei mehr als jemand, der von morgens bis abends schuftet. Ach, so siehst du das. Na toll. Klar. Und dann kriegt man immer schöne Kleider und Schmuck. Lernt tolle Menschen kennen. Schauspieler, Sänger und so. Na und überhaupt. Wie zum Beispiel Daniel Tobi. Zum Beispiel. Habt ihr ihn schon gesehen? Nur ganz kurz, als er an uns vorbeigefahren ist. Und du? Hast du mit ihm gesprochen? Ich? Nein. Ich konzentriere mich auf die Ansage. Daniel Tobi hebe ich mir für später auf. Mensch, ist das ein heißer Typ.
Eine große Persönlichkeit, echt. Tatsächlich? Glaubst du das? Da ist doch sonnenklar. Ich muss mit ihm reden, aber später. Jetzt geht es um mich. Ich will auch ein Fernsehstar werden. Sicher bist du so großzügig und gibst uns ein Autogramm, wenn du es geschafft hast. Du brauchst gar nicht zu spotten, Skipper. Du wirst schon sehen. Ja. Ich schaffe es. Ich komme ganz groß heraus. Barbie fiel siedend heiß ein, dass Herr Lukas ihr eine Aufgabe gestellt hatte. Sie verabschiedete sich von Christine und fragte sich nach Daniel Tobi durch. Mit klopfendem Herzen ging sie in einen kleinen Raum, in dem der gefeierte Star zusammen mit einigen Musikern bei einem Imbiss saß. Ich drücke dir die Daumen, Barbie. Herr Tobi, darf ich kurz stören? Ja, was gibt's denn? Ich bin Barbie und das ist meine Schwester Skipper. Mhm. Ich soll eine Ansage für Sie und einen Ihrer Songs machen. Ach, hat Lukas dich geschickt? Mhm. Komm, wir gehen nach nebenan, da sind wir ungestört. Nett von Ihnen, dass Sie sich die Zeit nehmen. Och, eine gute Ansage ist wirklich wichtig. Mich stört, dass manche Moderatoren irgendetwas dahin plappern. Eine gute Ansage muss etwas von dem vermitteln, was wir mitteilen möchten. Mhm. Ich kann manche Moderatoren nicht ausstehen. Sie sehen einfach nicht, dass man eine ganze Menge zu einem Song zu sagen hat. Ja, das glaube ich auch. Manche Schlagertexte sind allerdings so seicht, dass es besser ist, wenn man den Mund hält und so gut wie nichts dazu sagt, oder? Na, eine solche Kritik steht dir nicht zu. Du bist schließlich hier, weil du in die große Welt der Stars einsteigen willst. Meine Texte sind grundsätzlich nicht seicht, sondern anspruchsvoll. Ich sprach von Schlagertexten allgemein, aber ich muss zugeben, dass ich nicht alle von Ihren Texten kenne. Das solltest du aber, um meine Arbeit beurteilen zu können. Seht ihr, wir Musiker denken uns doch etwas dabei, wenn wir etwas komponieren und einen Text dazu machen. Und dann kommt jemand daher und spult ein paar belanglose Worte ab. Und das stört Sie? Sehr sogar. Nehmen wir einmal meinen Song, den ich Freundschaft betitelt habe und zu dem ich auch den Text verfasst habe. Bei ihm will ich aussagen... Daniel Tobi war bestimmt ein wenig eingebildet und erschien sich und seine Texte sehr ernst zu nehmen. Barbie war jedoch froh, dass er sich so viel Zeit nahm und am Ende des Gesprächs bedankte sie sich bei ihm. Sie und Skipper wollten nun ins Studio zurückkehren, doch das rote Licht an der Studiotür brannte und das bedeutete, dass niemand hereinkommen durfte. Denn mittlerweile ließ Herr Lukas die Bewerberinnen erneut vorsprechen. Die beiden mussten vor dem Studio warten. Das war ein gutes Gespräch, oder? Spitze, Barbie. Ich hätte nie gedacht, dass Daniel Tobi so ein Typ ist. Ein bisschen eingebildet schon. Ja, schon. Aber er hat sich viel Zeit genommen. Obwohl, Moderatoren mag er nicht. Das Gefühl habe ich auch. Aber immerhin, er hat alles stehen und liegen gelassen, bloß um dir ein paar Tipps zu geben. Hm. Ich fühle mich jetzt viel sicherer, als wenn Herr Lukas mir irgendeinen Text vorgegeben hätte. Herr Lukas bringt sowieso alles durcheinander. Wenn ich nur daran denke, dass er dir und sogar Daniel Tobi die falsche Zeit genannt hat. Daniel Tobi wird das wohl glauben, mir aber nicht. Vielleicht ist das gar nicht mehr so wichtig. Hauptsache, es geht bald weiter. Glaubst du, dass Christine es schaffen kann? Das weiß ich wirklich nicht. Sie war sehr gut vor der Kamera. Aber sie glaubt, wenn sie erst Ansagerin ist, dann braucht sie so gut wie nie mehr zu arbeiten und hat ein ganz tolles Leben. Das wäre schön. Ob das wirklich so leicht ist? Bestimmt nicht. Eigentlich glaube ich das auch nicht. Christine ist irgendwie auf dem falschen Dampfer. Ja, wenn ich sie doch bloß davon runterkriegen könnte. Oh, es geht weiter. Psst. So, Barbie, du kannst reinkommen. Schwesterchen, ich drücke dir die Daumen. Barbie war konzentriert, aber locker. Sie trug ihren eigenen Text überzeugend vor. Leider hatte sie ein Kratzen im Hals, sodass ihre Stimme nicht wie gewohnt klang. Herr Lukas hörte schweigend zu und gab danach das Zeichen, die Kameras und den Ton abzuschalten. Bravo, bravo, danke, 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 das reicht, Barbie, so, das war's für heute. So, und jetzt geht schön nach Hause, Mädchen. Hm? Und in ein paar Tagen hört ihr dann was von uns. Sagen Sie uns jetzt noch nicht, wer gewonnen hat? Warum denn so ungeduldig, Christine? Ich muss mir die Aufnahmen erst noch mal alle in aller Ruhe ansehen. Und dann entscheide ich mich. Aber prächtig wart ihr alle, Mädchen. Danke fürs Mitmachen. Ciao. Aber meine Schwester durfte nur eine Ansage machen. Alle anderen durften es zweimal versuchen. Das lässt sich nun mal nicht ändern. Es tut mir leid. Barbie ist eine Stunde zu spät gekommen. Jetzt habe ich keine Zeit mehr. Aber dafür konnte Barbie nichts. Sie haben sie erst für 3 Uhr bestellt und nicht für 2.
Und dass sie erkältet ist und husten musste? Bitte, nun mach dir mal keine Sorgen um deine Schwester. Die hat ihre Sache ausgezeichnet gemacht. Ich glaube wirklich nicht, dass bei einer zweiten Aufnahme was Besseres rausgekommen wäre. Aber Herr Lukas, Barbie hat... Skipper, bitte. Du brauchst mich nicht zu verteidigen. Ist doch alles prima gelaufen. Ja, genau. Das meine ich auch, Barbie. So, und jetzt muss ich mich verabschieden. Ihr hört von mir, nicht? Ich schreibe auf jeden Fall ganz gleich, wie die Entscheidung ausfällt. Und wenn ich dich einladen sollte, Barbie, bitte, bitte sei pünktlich. Ne? Ich hasse Unpünktlichkeit. Oh, ich glaube, ich spinne. Der hat immer noch nicht begriffen, dass er dir die falsche Zeit genannt hat. Jetzt begann das Warten. Skipper lief dem Postboten jeden Tag in der Hoffnung entgegen, dass er den ersehnten Brief vom Fernsehen bei sich hatte. Doch immer wieder wurde sie enttäuscht. Herr Lukas ließ sich Zeit und der in den Zeitungen angekündigte Sendetermin rückte näher und näher. Dann aber war es soweit. Der Brief war da. Skipper glühte förmlich vor Aufregung, als sie ihn Barbie brachte. Barbie, Barbie, der Brief ist endlich da! Der Brief vom Fernsehen, er ist da! Ken, komm her, schnell! Sei doch nicht so aufgeregt, Skipper. Dass der Brief da ist, heißt doch noch lange nicht, dass Barbie gewonnen hat. Doch, ich bin ganz fest davon überzeugt. Barbie, bitte, mach den Umschlag auf. Ja, ich bin ja schon dabei, du aufgeregte Nudeln. Oh, bin ich gespannt. Ich auch. Na, vielleicht hast du es ja geschafft, Barbie. Na, was steht drin? Ja, ja. Ich bin eingeladen. Hier, seht. Juhu, ich hab's gewusst. Du warst so super. Toll, Barbie, super. Ich freue mich für dich. Herzlichen Glückwunsch. Absolute Spitze. Ich wusste es doch. Nur du konntest gewinnen. Bleibt nur noch eine kleine Sorge. Deine Erkältung. Ja. Ach, das wird schon werden. Ist ja schon viel besser geworden. Ich darf zwei Gäste mitbringen. Oh. Das seid ihr natürlich. Schon morgen soll ich zur Probe kommen. Um 15 Uhr. Oh, wer hat das geschrieben? Herr Lukas? Na, dann wollen wir lieber mal um zwei da sein. Sonst geht wieder alles drunter und drüber. Ich rufe vorsichtshalber noch mal an. Du weißt, meine liebe Barbie, ich lege sehr viel Wert auf Pünktlichkeit. Leider war die Erkältung am nächsten Tag noch immer nicht abgeklungen. Barbie musste immer wieder husten, als sie mit Ken und Skipper zur Probe ging. Als sie das Studio C betraten, erlebten sie eine Überraschung. Auch Christine war eingeladen. Triumphierend blickte sie Barbie an. Wozu kommst du denn noch her? Ich bin die Siegerin des Wettbewerbs. Du? Tatsächlich? Ja, dann gratuliere ich dir, Christine. Naja, du hast ja auch nur gekrächzt beim Vorsprechen. Aber immerhin, du darfst zusehen. Als Trostpreis sozusagen. Na, das ist doch auch etwas, ne? Komm, lass den Kopf nicht hängen. Es wird schon werden. Vielleicht beim nächsten Mal. Hoffentlich freust du dich nicht zu früh, Christine. Da kommt Herr Lukas. Er wird Barbie und dir sicher was zu sagen haben. Mir ja, aber Barbie, das glaube ich nicht. Ah, das seid ihr ja. Aber mit der Pünktlichkeit habt ihr es nicht so, was? Ihr seid ja eine ganze Stunde zu früh dran. Ich sei noch nicht mal drei. Sie hatten mich gebeten, um drei zu kommen, Herr Lukas. Was? Hab ich? Drei? Hab ich nicht gesagt vier? Naja, macht ja nichts. Ist ja egal. Besser, ihr seid zu früh als zu spät. So, also meine Damen, kommen wir zum Thema. Barbie. Barbie, du hast einwandfrei am besten abgeschnitten. Du wirst die Ansage bei der Show machen. Barbie? Aber ich habe... Wieso haben Sie uns denn beide eingeladen? Ich verlasse mich nun mal nicht gern auf eine einzige Kandidatin. Bei einer Live-Show kann immer mal was schiefgehen. Und deshalb bist du ebenfalls hier, Christine. Als Ersatz für Barbie? Genau. Ich sehe, da hast du es begriffen. Genau so ist es. Denn es könnte ja immerhin sein, dass Barbie im letzten Moment schlecht wird, ne? Oder dass sie mal unpünktlich ist, was ja häufig ist, ne? Oder sowas, ne? Aber wieso? Wieso ist Barbie Erste? Sie war doch ganz heiser. Warum bin ich Zweite geworden? Ganz einfach. Weil Barbie sich mit ihrem Thema beschäftigt hat. Sie hat sich mit Daniel, Tobi unterhalten und sie hat es geschafft, ein paar wirklich wichtige zu bekommen. Informationen. Ein paar richtig wichtige Informationen zu bekommen. Das ist ihr gelungen. Aber ich hatte doch den Text von Ihnen. Ja, das hast du ganz prächtig gemacht, also fürs erste Mal. Aber Barbie hat gezeigt, dass sie mehr kann, als einfach nur ablesen. Und deshalb...
Deshalb ist sie erste. Aber sie hustet dauernd. Na und? Dann gebe ich ein paar Hustenbonbons und die Sache ist klar. Ich mache keinen Ersatz. Dann verzichte ich lieber. Ja, gut. Das musst du selber wissen. Sabine freut sich, wenn sie durch deinen Verzicht noch eine Chance erhält. Eine kleine Chance ist besser als gar keine Chance, Christine. Und wenn du ein großer Fernsehstar werden willst, solltest du sie nutzen. Kannst es dir ja noch mal überlegen, Christine. Ich hab jetzt zu tun. Barbie, wir sehen uns in 15 Minuten. Dann beginnt die Probe für dich. Aber bitte, sei pünktlich. Sei wirklich pünktlich. Ich lege sehr viel Wert auf... Pünktlichkeit. Was? Ach so, ja. Genau das wollte ich sagen, Skipper. Pünktlichkeit. Das finde ich gemein. Ich war mir meiner Sache so sicher und jetzt... Sei nicht traurig, Christine. Du bist wirklich gut. Vielleicht bist du bei der nächsten Show dabei. Richtig. Aber wenn du jetzt wegläufst, dann nehmen sie dich nie wieder. Wieso seid ihr eigentlich so nett zu mir? Wollt ihr euch über mich lustig machen? Unsinn. Wollen wir nicht. Warum sollten wir nicht nett sein? Wir haben nichts dagegen, dass du ehrgeizig bist und erfolgreich sein möchtest. Und es wäre sehr dumm von dir, wenn du jetzt aus Ärger wegläufst und dir damit alles verdirbst. Ich glaube, du hast recht. Ach, tut mir leid. Ich war dir gegenüber ziemlich unfair. Ich habe gelogen, bloß weil ich nicht wollte, dass du gewinnst. Ach, das spielt doch jetzt keine Rolle mehr. Christine blieb argwöhnisch. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass Barbie ihr nichts übel nahm. Ihren Freundinnen gegenüber ließ sie durchblicken, dass sie sich als die eigentliche Siegerin des Wettbewerbs fühlte. Als der große Tag der Fernsehsendung dann endlich kam, war sie ebenso im Studio wie Barbie, Skipper und Ken. Und sie konnte ihre Freude kaum verbergen, denn Barbie war so erkältet, dass sie kaum sprechen konnte. Einfach toll aus in deinem Kostüm, Barbie. Du bist die schönste Moderatorin, die ich je im Fernsehen gesehen habe. Was macht dein Husten? Wirken die Bonbons? Nicht besonders. Du musst es schaffen, Barbie. Hast du gesehen? Mit 4 Kameras fahren sie die Sendung. Ist doch toll. Hey, Daniel Tobi kommt zu uns. Barbie, 15 Minuten noch. Bist du okay? Nein, eigentlich nicht. Der Husten... Vielleicht sollte Christine lieber die Ansage machen. Damit wärst du einverstanden? Okay, bitte. Christine, wie ist es mit dir? Kannst du einspringen? Klar, kein Problem. Ich möchte nur meine eigenen Texte sprechen. Ich habe sorgfältig recherchiert und mir von Daniel Tobi wichtige Informationen geben lassen. Lukas, mit Christine bin ich nicht einverstanden. Wieso denn nicht, Daniel? Mensch, Lukas, Christine ist doch eine Nervensäge. Wie die uns allen auf den Geist gegangen ist. Unbeschreiblich. Darum geht's doch jetzt nicht. Irgendjemand, also in 15 Minuten geht das. Ich meine, irgendjemand muss doch schließlich die Ansage machen. Christine, wie ist dein Text zu Iron Sun? Kann ich den mal hören? Ja, gern. Hier habe ich ihn. Iron Sun, die eiserne Sonne. Symbol und Waffe eines Sängers und Texters zugleich. Das Meisterwerk von Daniel Tobi hat die internationalen Hitlisten gestürmt. Dabei wissen nur wenige, dass Daniel Tobi mit diesem Titel die Herzen der Manager der Musikbranche anspricht, die... Was faselst du da? In ihrer Eiseskälte... Seht doch auf alles ein. Hört. Euch die junge Brute an. Ruhe! Was seid ihr denn alle übergeschnappt? In 12 Minuten beginnt die Sendung und wir wissen noch nicht mal, mit was wir anfangen und aufhören. Aber diesen Text hat Tobi mir gegeben. Und du verrücktes Ding hast nicht gemerkt, dass ich dich auf den Arm genommen habe? Was? Ihr habt mich... Oh, das ist gemein! Das ist so gemein! Ich gehe! Ich will nicht mehr! Also jetzt bitte holt Christine zurück. Sie wird Barbies Texte sprechen. Holt sie zurück. Mein Gott, geht denn heute? Ich werd noch verrückt. Geht denn heute alles durcheinander? Barbie, Skipper und Ken liefen hinter Christine her und holten sie ein, bevor sie das Studio verlassen konnte. Christine weinte. Sie war beleidigt und zutiefst verletzt, dass Daniel Tobi sie so schlecht behandelt hatte. Oh, Christine, nun lauf doch nicht weg. Ich will nicht mehr. Mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Nie mehr. Manchmal bist du eine richtige Knalltüte. Weißt du das? Was? Wieso das denn? Skipper sagt es ein bisschen drastisch. Aber eigentlich hat sie recht. Jetzt hast du endlich die Chance, als Ansagerin in eine tolle Sendung zu kommen und da läufst du weg. Sie haben über mich gelacht. Na und? Ist das wichtig? Oh, Barbie, hier bist du. Meine Güte.
Also bitte, 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 Papi, komm jetzt endlich. Ich brauche dich für die Sendung. Wir haben einen Arzt da, der wird dafür sorgen, dass du sprechen kannst. Einen Moment noch, Herr Lukas, ich komme sofort. Aber beeil dich bitte, die Zeit wird knapp. Nun geh doch schon, du hast gewonnen. Vielleicht will ich ja gar nicht mehr. Wieso das denn? Das verstehe ich nicht. Weißt du, ich bin stark erkältet. Deshalb bist du jetzt dran. Du wirst nie gewinnen, wenn du immer gleich wegläufst. Du musst dich behaupten, auch wenn dir mal was nicht passt. Du bildest dir ein, du brauchst nicht zu arbeiten, wenn du Fernsehansagerin bist. Schöne Kleider, Schmuck und das alles fällt dir natürlich so in den Schoß. Das ist doch alles Quatsch. Natürlich musst du arbeiten. Und du musst auch kämpfen. Niemand schenkt dir was. Du meinst, ich soll so tun, als ob nichts gewesen wäre? Genau das. Ob Herr Lukas damit einverstanden ist? Er hat gar keine andere Wahl, wenn ich ihm sage, dass ich ausfalle. Ich könnte Daniel Tobias aussuchen, ja. Ja, das mache ich. Ich zahle es ihm zurück. Wie das denn? In meiner Ansage mache ich ihn und seine Schlager lächerlich. Ich sage den Zuschauern ganz offen, wie gemein er ist. Er kann nichts dagegen machen. Ist ja eine Live-Show. Oh, du bist noch dämlicher, als ich dachte. Was? Wieso denn? Das hat Tobi doch verdient. Aber nicht die Zuschauer. Die interessiert nicht, ob du dich über irgendjemanden geärgert hast. Und wenn du ihnen sowas erzählst, ist deine Laufbahn beim Fernsehen sowieso sofort zu Ende. Das wäre ja genau das Gleiche, als wenn du dich vor die Kamera stellen und rufen würdest, Juhu, Tante Elli, hallo, Onkel Oskar, seht ihr mich zu Hause? Ja, ich sehe es ein. Ihr habt ja recht. Nach der Show kannst du Daniel Tobi deine Meinung sagen. Aber vor der Kamera musst du so tun, als wärst du von ihm begeistert. Das erwartet man von einer guten Ansagerin. Und jetzt komm endlich. Geh zur Maskenbildnerin und lass dir deine Nase pudern. Und dann los. Und welche Texte soll ich sprechen? Na, die von Barbie natürlich. Falls dir das nicht gegen den Strich geht. Nein, jetzt nicht mehr. Sie sind wirklich viel besser als meine. Danke, Barbie. Das war wirklich eine doofe Put. Ich glaube, jetzt habe ich begriffen. Herr Lukas schluckte zweimal, als Barbie ihm eröffnete, dass Christine die Ansagerin machen sollte. Aber er war einverstanden. Er hatte tatsächlich keine andere Wahl. Daniel Tobi kommt zu uns. Und Herr Lukas, meine Güte, ist der nervös. Christine, gleich geht es los. Bist du okay? Ja, die macht einen ganz ruhigen Eindruck. Also nochmal, Christine, du kriegst ja jetzt einen Schnupfen. Also, die erste Ansage ist ganz kurz, ja, und auch später, also in der Sendung, ja, nicht zu viel reden, nicht immer beim Thema bleiben und komme mir um Himmels Willen nicht auf den Gedanken, deine Freunde, Verwandten und deine Oma und dein Opa und alle deine Bekannten zu grüßen. Ganz sicher nicht, Herr Lukas. Es bleibt alles so, wie wir es geprobt haben. Achtung, Achtung, noch eine Minute. So, jetzt kommt zur Bühne. Ja. Daniel, wir müssen. Viel Erfolg für die Sendung. Danke, das können wir gebrauchen. Los jetzt. Viel Glück. Alles Gute. Da. Ja, danke. Achtung, los, jetzt kommt die Vorspannmusik. Oh, ich bin so aufgeregt, als müsste ich selbst daraus. Wenn hier jemand Lampenfieber hat, dann bin ich es. Wie viele Zuschauer sind eigentlich da? Beim Studio? Mindestens 1000. Was? So viele? Hoffentlich machen die richtig Stimmung. Drück Christine die Daumen. Ach, wir sind schon längst dabei. Mir tun schon die Hände weh. Es ist soweit. Psst, die Musik geht los. Christine geht jetzt auf die Bühne. Psst, leise jetzt, leise. Jetzt geht es los. Oh Mann, ist das spannend. Oh, ich halte es kaum aus. Ob Christine wirklich kein Lampenfieber hat? Psst. Liebe Freunde, willkommen im Studio C, in dem heute Abend Daniel Tobi zu Gast ist mit seinen Firestones. Daniel eröffnet die Show mit einem Titel, der seit Wochen auf Platz 1 der internationalen Hitlisten steht. Iron Sun. Ja, bravo! Frisch und fröhlich machte Christine ihre Ansagen und gewann gleich die Sympathie des Publikums.
Barbie half Christine beim Einüben der Texte und hatte kaum Zeit, auf die Show zu achten. Als schließlich Christine zur letzten Ansage auf die Bühne gerufen wurde, hatte Barbie das Gefühl, dass die Sendung gerade erst begonnen hatte. Daniel Tobis Musik kam an wie immer und die Zeit verging wie im Flug. Schnell die Zeit so gehen. Eine erfolgreiche Show sein. Oh, wisst ihr, ich dachte, wir hätten gerade erst angefangen. Und da war schon vorbei. Ja. Oh Mann. Ehrlich, Christine, du warst spitze. Danke. So gut hätte ich es nie gebracht. Ich bin sehr zufrieden mit dir, Christine. Tut mir leid, dass ich mich vor der Show lustig über dich gemacht habe. Danke, schon vergessen. Also die Texte, Barbie, die Texte waren hervorragend. Vielen, vielen Dank. Ach, ich finde, Barbie gehört der meiste Beifall. Ich habe alles getan, um zu verhindern, dass sie gewinnt. Aber sie hat mir geholfen. Gut, dass du das sagst, Christine. Ich bin ganz deiner Meinung. Für mich war Barbie der eigentliche Star des Tages. Sie hat sie bewiesen, ja. Größe hat sie bewiesen. Ach, übertreiben Sie nicht, Herr Lukas. Doch, Barbie. Dir gehört der Platz da draußen auf der Bühne. Aber du hast ihn freiwillig an Christine abgetreten. Weil wir Christine ziemlich übel mitgespielt haben. Das war klasse, Barbie. Natürlich bekommst du deine Chance, Barbie. Bei der nächsten Show wirst du die Ansage machen. Das verspreche ich dir hier. Meine Hand. Bravo, toll. Das war eine tolle Show. Bitte. Barbie hat es verdient. Ja, Barbie, das ist klasse. Ich freue mich für dich. Ich auch, Barbie. Und nochmals vielen Dank. Alles hat eigentlich alles hervorragend geklappt. Und, meine Lieben, wir haben ein neues, großes Talent entdeckt. Barbie. Die Texte waren gut und die Show war pünktlich zu Ende. Auf die Minute genau. Für mich ist das wichtig, denn ich persönlich lege sehr viel Wert auf Pünktlichkeit. Ja. Also, jetzt habt ihr es begriffen. Also, kommt, Freunde, das muss jetzt gefeiert werden.